Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Adrinia, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop ändert sich nichts, das bleibt. Und das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, wie eine Momentaufnahme. Und das ist einzigartig und das ist dein Seelenplan. Die Lebensbereiche, wo kosmische Energie fließt, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Und das heißt, dein Persönlichkeitsleben, zum Wertestehen, um Finanzen kümmern, Bildung, die Schule des Lebens bestehen, die Prüfungen, dein Alltag, deine Arbeit, Beziehung, Transformation, Loslassen, Ansehen, Anerkennung, Öffentlichkeit, Berufung und die tiefe Geheimnisse des Lebens forschen und verstehen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt. Was aber sich ändert, das bist du. Und das bedeutet, du machst Lebensschritte. In allen 7 Jahren beginnt eine neue Lebensperiode. Du befindest dich gerade in Wassermannzeit, aber das ändert sich jetzt und übergehst in Fischenzeit und bewegst du dich in die kommenden 7 Jahren, das kommt bald, in Tierkreiszeichen Fischen. Und das heißt, das wird das wichtigste Thema sein in dein Leben. Das ist der Fokus. Und das ist auch eine Art Transformation. Das handelt sich auch um deinen Gefühlen. Und du lernst in die kommenden 7 Jahren, dass du deine Träume vertraust, dass du dich verwirklichst oder deine künstlerische Begabung lebst und dass du zum Vertrauen kommst. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Nicht nur du bewegst dich in dein Leben, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegung, was man Transit nennt, löst etwas aus im Horoskop. Ich beginne mit Juni 2019. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Nach indischen Berechnung wird noch einigen Jahren hier im Widder sein. Und das bringt dir Veränderungen, Umbrüche und Veränderungen. Auch Neuanfang.
Uranus ist hier im Widder. Es ist nicht nur die Widder-Thema aktiviert Uranus, was ein Neuanfang symbolisiert, sondern auch die Wandlung, die Transformation und die Prozesse, das Loslassen, damit etwas Neues entstehen kann. Anfang Juni befindet sich Venus auch hier im Widder. Venus in dein Geburtshoroskop symbolisiert dich als Frau, deine Weiblichkeit. Natürlich auch künstlerische Begabung, selbstverständlich bedeutet die Venus-Energie auch und auch die Liebe. Venus ist die Liebesplanet. Bei dieser Bewegung, bei diesem Transit kann Venus auch eine andere Frau sein oder Frauen, die Einfluss haben auf dein Leben. Hier im achten Lebensbereich löst diese Venus-Bewegung aus, dass deine Weiblichkeit, dein Aussehen, deine Ausstrahlung oder deine Einstellung zum Liebe ändert sich. Oder hast du einen Einfluss von einer weiblichen Person und es kann eine Erbschaft sein oder ein Termin bei Finanzamt, Bank, Versicherung, die Ämter, was mit Geld was zu tun haben. Mars bewegt sich in Zwillingen. Du hast hier ein Mars-Wiederkehr, weil im Geburtshoroskop hast du Mars auch hier. Natürlich, dann ist das viel intensiver, ganz klar. Und aktiviert bei dir die Themen, was die Zwilling vermittelt, Kommunikation, Verbindungen, vielleicht sogar Schulung. Und kommt noch die Lebensbereich dazu. Das ist erstens deine Kraft, dass du dich durchsetzt und dadurch bekommst du Anerkennung, Ansehen oder setzt deine Kraft ein für deine Berufung. Aber kann auch eine männliche Person sein, wo ein Einfluss auf dich hat. Und das kann auch dein Ziel sein, mit diesem Mann zusammen sein oder glücklich sein. Dann handelt es sich um die Liebe, Partnerschaft. Oder kann auch deine Berufung sein, dass diese männliche Person unterstützt dich dabei. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Jupiter vergrößert immer etwas. Jetzt ist gerade rückläufig, das wird momentan gebremst. Wenn du jetzt vorhast, etwas vermehren, vergrößern, dann hast du den Jupiter-Einfluss, Jupiter bremst das. Hat auch einen Sinn, entweder sollst du noch was überprüfen oder nachdenklich sein oder ist das noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und hier handelt es sich um Schulungen oder die Verbindung, Kontakt zu deinen Verwandten. Sonne zeigt die Monatsthemen. Sonne ist im Stier, im laufenden Monat ändert sich dann die Position, aber Anfang Monat ist noch Stier, Sonne im Stier, genau. Und Sonne zeigt die Monatsthemen. Monatsthema ist, die wertvolle Dinge schätzen, in Besitz zu nehmen und das genießen. Dann um die Finanzen kümmern, zur Ruhe kommen, entspannt zu sein, die Tage genießen, etwas gemütlich machen, vielleicht sogar eine Einladung, auch diese Gemeinschaft gemeinsam auch genießen. Das ist alles Stierenergie. Dann kommt dazu die neunten Lebensbereich, entweder sind es Auslandskontakte oder findet im Ausland statt, kann auch bedeuten die Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über diesen Themen. Merkur ist auch hier im Stier. Im laufenden Monat übergeht dann im Zwilling. Merkur bewegt sich relativ schnell, aber Anfang des Monats ist noch hier.
Das sind Gespräche über Geld, über Besitz oder Auslandsgespräche oder Prüfungen oder Gespräche über Spiritualität. Kann auch Vertrag bedeuten. Neptun bewegt sich in Wassermann und aktiviert dein Alltag und auch deine berufliche Situation. Neptun ist der Planet der Künstler, weil Neptun lässt uns inspirieren und zeigt auch unsere Träume. Und jetzt kannst du das verwirklichen, deine Träume leben, deine beruflichen Träume. Saturn und Pluto ist im Schütze. Schütze befindet sich im tiefsten Punkt des Horoskopes und das ist dein Basis, dein Fundament. Und hier hast du karmische Themen. Saturn hütet den Karma, gerade ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun. Also aktiviert karmische Themen von Vergangenheit. Pluto zeigt, konzentriere auf die Wesentliche und alles andere lass los. Verspüre deine innere Kraft, auch deine Überzeugungskraft. Und Pluto hat ein Motto, alles oder nichts, alles auf eine Karte setzen. Das ist gerade dein Fundament. Pluto ist gerade auch rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt oft Vergangenheit, auch karmische Themen. Ich betone Karma hier bei Schütze, weil die karmischen Knoten bewegt sich auch im Schütze, die absteigende Mondknoten Ketu. Ich nehme vom Geburtshoroskop die beiden Mondknoten raus, weil ich brauche die Karten. Die absteigende Mondknoten Ketu symbolisiert Vergangenheit, alten karmischen Themen, befindet sich dieses Jahr und nächstes Jahr immer noch hier im Schütze. Und wird hier karmischen Themen aktiviert. Entweder Sport, Bewegung oder Reisen Ausland, auch inneren Reise, Spiritualität oder Religion. Dann kommt die vierte Lebensbereich dazu, etwas gründen, brauchst die Basis, die Fundament oder deine Wohnsituation. Und hier aktiviert hier karmischen Themen, weil Saturn und Pluto befindet sich gerade exakt auf diesem Knoten. Nunki ist ein Stern im Himmel und diesem Stern wurde bei Assyrer verehrt. Später haben die Babylonier das auch übernommen, die Geschichte über Nunki, das ist die Schöpfungsgeschichte der Assyrer. Nunki war ein Symbol für Mutter Erde und war ein Symbol für einen heiligen Ort. Ich würde jetzt mal als Kraftort bezeichnen. Dieser Stern, dieser Nunki, bestrahlt gerade diese Knoten. Und weil Saturn und Pluto auch hier ist, bestrahlt auch Pluto und bestrahlt auch Saturn. Es ist eine Verbindung da. Und weil bei dir hier im vierten Lebensbereich um deine Wohnsituation handelt, würde ich sagen, du findest gerade einen Ort, wo du das Gefühl hast, das ist dein Zuhause. Das ist dein Kraftort. Und weil hier auch Vergangenheit eine Rolle spielt, die alte Karma eine Rolle spielt, könnte ich mir vorstellen, dass du das Gefühl hast, du hast hier schon gelebt. Und das ist nicht nur jetzt im Juni, sondern für längere Zeit hast du diese Energie, diese Wirksamkeit.
Die aufsteigende Mondknoten Rahu, dieser Drachenkopf, was die Seele sucht, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillinge. Ich setze jetzt Rahu in Zwillinge. Und das ist die Suche nach deiner Berufung oder nach Anerkennung oder nach Öffentlichkeit. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Rückläufigkeit bedeutet, dass ein Planet, die Energie dieses Planetes bremst etwas. Hat auch einen Sinn, weil das bedeutet dann, wir sollen noch abwarten oder etwas noch überprüfen. Diese Rückläufigkeit hat auch eine Verbindung zum Vergangenheit oder oft Karma, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Alte Karma, alte karmischen Erinnerungen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist und diese Spannung spüren wir. Entweder sind wir unsicher oder alle anderen sind hektisch, nervös und dann sollen wir darauf achten, dass wir zum Ruhe kommen. Und das ist hier im Löwe, im 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug, die Ruhe bewahren. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Vollmond bedeutet Licht. Diese Vollmondenergie beleuchtet etwas, macht sich sichtbar oder zeigt, lenkt die Aufmerksamkeit für diese Themen. Schau da genau hin. Das ist Themen Skorpion, die Gefühle transformieren, negativen Gefühle wie Angst loslassen, übergehen auf die positiven Gefühle wie Vertrauen oder Kraft, Mut, Begeisterung und natürlich Liebe. Und dann hier lernen, die Schule des Lebens, aber auch Informationen, Austausch von Informationen. Kann auch bedeuten, dass du Nachrichten bekommst und du sollst genau da hinschauen und wenn du das dich aus der Ruhe bringt, dann auf deinen Gefühlen achten, dass du die Ruhe bewahren kannst, mit Gelassenheit betrachten kannst. 25. Juni ist Halbmond in Fischen hier und das ist Spannung im Bereich Partnerschaft. Kann auch bedeuten, dass du zweifelst an etwas. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Sonne zeigt die Monatsthemen. Bei Zwillingen die Leichtigkeit, das Spielerische, die Kontakte, eine gewisse Neugier. Und dann kommt die 10. Lebensbereich dazu, Öffentlichkeit, Berufung, Ansehen, Anerkennung. Das sind die wichtigen Themen und das zeigt die Sonne, wie wichtig das ist, weil das ist gerade dein Monatsthemen. Venus ist auch hier. Und das kann natürlich die Liebe sein, dass du da Anerkennung und Respekt verlangst von deinem Partner und auch Ansehen. Kann auch bedeuten, dass deine Weiblichkeit kommt jetzt in Geltung und bekommst du Komplimente, stehst im Mittelpunkt, stehst in Öffentlichkeit. Kann auch bedeuten, dass du deine Berufung lebst und es ist die kreative Arbeit oder eine weibliche Person hat einen Einfluss auf deinen beruflichen Weg oder in dein beruflichen Umfeld. Mars und Merkur ist im Krebs. Das sind Krebsthemen, das ist entweder Familie oder Rückzug, Meditation, dieser inneren Tempel besuchen, das gibt auch Kraft, inneren Kraft
und Merkur zeigt, wie wichtig das ist, das zum Lernen. Aber hier sind auch die Kontakte zu Freunden oder zu Gruppe von Menschen. Und das kann auch eine männliche Person sein oder Sport. Mars steht auch für Sport und Bewegung. Und bei Merkur-Energie entweder Nachrichten, Gesprächen, Terminen oder ein Vertrag in einen Verein. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass die Gespräche kommen mit Verzögerungen, aber auch, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in den Zwillingen. Neumond bedeutet, uns mal unsichtbar machen, das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, nach innen schauen, die Licht in unserem Inneren suchen, aber auch finden. Und Themen sind hier Zwillingsthemen oder wie bekommst du Anerkennung, wo liegt deine Berufung, wie erreichst du deine Ziele. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das ist Spannung. Entweder zeigt hier bei Aszenden deine Unsicherheit oder in deiner Umgebung sind Menschen, die dich nerven und das bringt dich aus der Ruhe. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Mondfinsternisse haben immer karmische Bedeutung und es wird diese karmischen Themen aktiviert und das sind Schützethemen oder im Bereich deiner Wohnsituation. 25. Juli ist Halbmond im Fischen und das bedeutet eine gewisse Unsicherheit, was die Partnerschaft betrifft oder Spannung mit deinem Partner. August Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist Krebs. Familie, Zuhause oder unserem inneren Tempel. Dazu kommt die 11. Lebensbereich, deine Wünsche zu leben, da eine Chance zu geben. Kann auch bedeuten, dass du wünschst, ein neues Zuhause zu haben. Und Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Das ist auch möglich, dass du im Freundeskreis die Liebe begegnest. Und Merkur ist in Zwillingen. Rückläufigkeit führt dazu, dass Merkur kehrte zurück. Und das bedeutet, dass kehrt jemand zurück in dein Leben und bekommst du Ansehen oder triffst in die Öffentlichkeit oder diese Person steht in Öffentlichkeit oder im beruflichen Umfeld. 1. August ist Neumond im Krebs. Neumond bedeutet Rückzug, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation und das im Krebs. Worüber sollst du nachdenken? Das sind deine Wünsche. Worüber sollst du noch nachdenken? Wem kannst du vertrauen und wem kannst du nicht vertrauen? In Freundeskreis trennen Spreu von Weizen. 7. August ist Halbmond im Waage. Halbmond ist Spannung, hat mit Finanzen was zu tun. Also achte auf dein Geld und unterschreibe in diesem Tag keinen Vertrag, was mit Finanzen was zu tun hat. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Thema Kinder wird hier beleuchtet. Kann auch dein inneren Kind sein oder deinen Erinnerungen. 23. August ist Halbmond im Widder. Halbmond ist Spannung. Wo ist diese Spannung? Das ist der Prozess des Loslassen. Kann bedeuten, dass du neigst dazu, etwas festhalten, sollst du aber etwas Neues beginnen.
Das kann auch Einflüsse von außen sein, wenn jemand versucht, dich zu überreden und sagt, sei vorsichtig, bewahre diese Arbeit, du weißt nicht, was kommt und wage jetzt nichts Neues. Also ein gut gemeinter Rat kann das auch auslösen, dass uns das verunsichert. 30. August ist Neumond im Löwe und das wird hier im Löwe wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Stern der Könige. Und du hast im Geburtshoroskop auch Regulus Einfluss. Also stehst in einer persönlichen Verbindung zu diesem wunderbaren Stern, der Stern der Könige. Das ist die Herz der Löwe, also Herzensangelegenheit aktiviert, diese Verbindung. 12. August wird Jupiter direktläufig und hier kommt alles in Bewegung. Aber von Ängsten befreit zu sein, dann kannst du dich wirklich behaupten gegen den Konkurrenten, aber auch bei der Familie bekommst du Ansehen und Anerkennung. Im selben Tag, 12. August, wird Uranus rückläufig. Uranus ist hier im Widder, das bremst die Veränderungen. Oder haben wir Einfluss von Vergangenheit und genau das löst Veränderungen aus. September, Merkur, Mars, Venus, Sonne, alles ist im Löwe. Das ist hier ein gewisser Rückzug und sehr geheimnisvoll. Die Sonne gibt aber die Licht, also du wirst es erkennen und sehen. Bei Mars, Venus handelt sich um die Liebe. Das kann sein, dass jemand erzählt ihre oder seine Liebesgeheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du hast deine Geheimnisse und sollst aber schweigen, weil wenn du das erzählst, hier ist die Sonne und Sonne bringt das ins Licht, dann wird das auch weiter erzählt. Und Merkur zeigt Gesprächen, Kommunikation und auch Lernen. Lernen, schweigen. 19. September wird Saturn direktläufig. Saturn ist hier im Schütze. Das hat eine ganz große Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und solange bis das rückläufig ist, bremst noch etwas, die Veränderungen. Aber kann auch bedeuten, das haben wir noch Themen von Vergangenheit. In dem Moment, wenn Saturn die Richtung ändert und bewegt sich vorwärts, dann können wir damit rechnen, dann endlich kommt eine Vorwärtsbewegung. Und das erlebst hier in Wohnsituation. Oktober. Mars, Venus, Sonne ist im Jungfrau. Mars und Venus sind die Liebesplaneten. Das kann eine Liebesangelegenheit sein und Sonne gibt die Lebenskraft und auch die Monatsthema. Das trifft dich persönlich, das formt deine Persönlichkeit und mit Jungfrau-Energie kommt Ordnung rein oder kommt Heilung. Und Merkur ist im Waage. Bei Merkur hier im zweiten Lebensbereich bedeutet Handlungen, Verträgen, Termine, das hat mit Finanzen was zu tun. Oder du gibst Geld aus für Schulung oder für ein Buch. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Spannung zu Hause oder eine kleine Reparatur. 13. Oktober ist Vollmond im Fische. Thema Partnerschaft wird hier beleuchtet. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Spannung in die Öffentlichkeit. Oder du hast das Gefühl, du bist übersehen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau.
halte dich vor allem zurück und sei nachdenklich. Was kannst du verändern in dein Aussehen, Auftreten, was formen in deine Persönlichkeit? November. Sonne ist im Waage. Thema Werte und Finanzen wird hier die Monatsthema sein. Mars ist im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau. Das kann bedeuten, du kannst dich da durchsetzen oder setzt du etwas in Bewegung oder machst du Sport. Möglich ist auch, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf dein Auftreten, Aussehen, auf deine Persönlichkeit. Merkur-Venus ist in Skorpion. Das kann Gesprächen sein mit einer weiblichen Person, entweder von Familie oder in einer Schulung. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Das bremst die Kontakte, kommt was mit Verspätung oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und bekommst du eine Nachricht. Ab 21. November ist Merkur dann direktläufig, ändert die Richtung, kommt eine Vorwärtsbewegung. 28. November ist Neptun direktläufig und hier bewegt sich was in deiner beruflichen Situation und dann kannst du deine Kreativität leben und deine Träume verwirklichen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Halbmond ist Spannung. Spannung mit den Kindern oder Erinnerungen, was dich traurig macht. 12. November ist Vollmond im Widder. Loslassen, das ist das Thema, das wird beläutet. Oder Ämtern, was mit Geld zu tun hat. Oder Erbschaften. 19. November ist Halbmond im Krebs. Unsicherheit, was deine Wünsche betrifft. Oder Spannung im Freundeskreis. 26. November ist Neumond im Waage. Halte den Geld zurück. Sei nachdenklich über die Finanzen. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, du musst deine Kraft einsetzen, damit du Wertschätzung bekommst oder dich einsetzen um das Geld. Kann auch bedeuten, dass hier um Gesprächen, Verträgen handelt mit einer männlichen Person und hat das einen Einfluss auf deine Finanzen. Sonne ist in Skorpion, Monatsthema ist die Erneuerungsprozesse, die Transformation und Schulungen, Kontakte mit Verwandten, dich zu behaupten. Jupiter und Venus ist im Schütze, Jupiter bleibt länger im Schütze. Bringt dir Glück, Chancen, Möglichkeiten, wohnlich was verbessern. Und Venus zeigt sich hier entweder Kontakt mit einer Frau und diese Frau hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation oder du verschönerst zu Hause etwas. Möglich ist auch, dass du eine Selbstständigkeit gründest. Venus hat einen Einfluss auf Selbstständigkeit. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung im Alltag und in Arbeit. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Die Thema Reisen wird beläutet. Man stellt die Frage, wohin geht die Reise? Kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung? 19. Dezember ist Halbmond im Löwe,
Spannung in deiner Umgebung. Es ist gut, wenn du dich zurückziehst oder jemand zieht sich zurück, dein Partner oder deine Freundin, und dadurch entsteht diese Spannung. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Rückzug, Nachdenklichkeit oder Erholung, einfach zu Hause bleiben. Man muss nicht immer schicksalhafte Veränderungen sein. Januar 2020. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist ein Zuhause oder eine Reise oder beides. Und hier sind die Kontakte, eventuell Verträge. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du Kraft zeigst und kannst dich behaupten gegen Konkurrenten. Oder hast du Verbindung in deiner vertrauten Umgebung oder von Verwandten mit einer männlichen Person. Oder dass du da dich behaupten kannst und zeigst deine Kraft. Venus ist im Steinbock. Entweder Verbindung zu einem Kind, und das ist ein Mädchen. Oder lebst du deine Kreativität. Oder zeigt die Venus-Energie die Liebe und auch die Lebensfreude. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist die Kinder, die Lebensfreude, die schöpferische Energie. Und Venus, Merkur ist im Wassermann, und das bedeutet Gespräche im Alltag oder Gespräche bezüglich Arbeit, kann auch ein Arbeitsvertrag sein. Venus bedeutet entweder deine Kreativität oder Verbindung zum anderen Frau oder Frauen, oder bedeutet deine Kreativität. Weil hier auch um Gesundheit geht, möglich ist auch ein Termin bei Frauenarzt. März 2020. Saturn und Pluto verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock. Und sie bleiben ziemlich lange im Steinbock. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger. Und das sind Thema Kindheit, inneren Kind, Kreativität, schöpferische Kraft, Lebensfreude oder Bezug zum Kinder und Jugendlichen. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist dein Alltag, deine Arbeit, deine Pflichten und deine Gesundheit. Und bei Merkur handelt es sich um Gespräche, Termine, Verträge. Und Venus ist im Widder. Venus bewegt sich genauso wie Merkur auch relativ schnell. Und Venus aktiviert hier das Thema Loslassen oder Sexualität. Kann auch Kontakt sein mit einer Frau, und dann sind auch Themen wie Erbschaft oder ein Termin bei Banken oder beim Finanzamt. April 2020. Venus übergeht im Stier
Und das heißt, du sollst die Liebe genießen, deine Weiblichkeit genießen, deine Umgebung verschönern. Und dann kommt noch vielleicht Thema dazu, Reisen, Ausland, Auslandskontakte, das kann auch eine Frau sein, ein Treffen oder ein Kontakt mit einer Frau von Ausland. Mars übergeht im Steinbock. Im März war hier im Schütze, das habe ich vergessen. Und natürlich wirkte hier im März die Mars-Energie im Schütze. Aber April ist schon im Steinbock. Und Sonne, Merkur ist in Fischen. Mars hier im fünften Lebensbereich kann auch ein Kind sein oder ein junger Mensch, aber männlich, da die Verbindung zum haben. Oder Liebe, Partnerschaft, weil das bedeutet auch die fünfte Lebensbereich, die Lebensfreude, Leben. Und Sonne Merkur in Fischen im siebten Lebensbereich aktiviert bei dir dann Liebe, Partnerschaft, ist auch die Monatsthemen und gibt es auch Kontakte, Gespräche. Mai 2020. Mars bleibt noch im Steinbock. Venus ist in Zwillingen und das bedeutet, entweder lebst du deine Kreativität in Arbeit oder eine weibliche Person hilft dir beruflich oder stehst du in die Öffentlichkeit und deine Weiblichkeit wird wahrgenommen, bekommst du Komplimente und Sonne, Merkur ist im Widder. Monatsthemen sind das Thema Loslassen, aber auch ämtliche Themen. Und das bedeutet die Merkur-Einfluss auch, weil Merkur sind die Termine und Verträge und Gespräche. Und das sind Ämter, was mit Finanzen was zu tun hat. Entweder Erbschaft oder Finanzamt oder Versicherungen oder Banken. Liebe Adrinia, so könnte ich dein Jahr beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.